Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der FAU News. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Zu welchem Event ihr auch unbedingt einschalten solltet, erfahrt ihr in den nächsten Slides. Wisst ihr, was Nobelpreisträger Professor Dr. Harald Zuhausen, Schauspieler Bjarne Mädel und die Gründer von Smart City Systems gemeinsam haben? Sie alle haben die Grundsteine ihrer Karrieren an der FAU gelegt. Und was sie heute noch mit der Uni verbindet, das erfahrt ihr am 20. Juli in der TV-Sendung Wir sind FAU – Innovation leben. Im Fokus der Sendung stehen herausragende Persönlichkeiten mit außergewöhnlichen Karrierewegen, wie die eben genannten und zum Beispiel auch Professor Dr. Veronika Grimm oder auch Dr. Silvia Budai. Die Sendung läuft im Anschluss an die digitale Promoviertenfeier der Jahrgänge 2020-2021. Außerdem dürft ihr abstimmen, welches Startup beim DS Akademikus ausgezeichnet wird. Also schaltet am 20. Juli zur Primetime Frankenfernsehen ein und seid live dabei beim größten TV-Event seit dem Torfall von Madrid. Das Fest, das wird auch als FAU-Stream online gesendet. Wie nachhaltig ist Fußball und wie stellt er sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung? Über diese und mehr Fragen spricht Professor Horniger im neuen FAU-Forschungstalk mit Nachhaltigkeitsforscher Professor Dr. Matthias Pfiffka. Nicht nur das Milliardengeschäft Fußball ist in dem Videoformat Thema. Unser Präsident lädt hier regelmäßig Forschende ein und spricht mit ihnen über aktuell gesellschaftlich relevante Themen. Klickt euch einfach gerne mal durch. Schon seit 10 Jahren pflegt Professor Kakimoto enge Kontakte zu den Materialwissenschaften an der FAU. Für diese Verdienste wurde er nun zum FAU-Botschafter in Japan ernannt. Schon seit seiner Kindheit reizt Professor Kakimoto das Ingenieurswesen. Das TV-Programm seiner Heimat weckte dann einen anderen Wunsch: Lehrer. Als Materialforscher am Nagoya Institute of Technology erfüllt er sich jetzt beide Träume. Noch bis 15. Juli habt ihr Zeit, euch für das Deutschlandstipendium zu bewerben. Die Förderung beträgt 300 Euro im Monat und läuft zunächst über 2 Semester. Die Formulare und weitere Infos findet ihr über den Link.